Separieren von Gülle bringt entscheidende Vorteile. Weil so positiv sich die bodennahe Ausbringung auf die Emission auswirkt, so problematisch sind gerade bei dicker Gülle die Güllerückstände im Bestand. Kommen die Rückstände beim nächsten Schritt ins Silo, kann das zu Fehlgärungen und Problemen im Stall führen. Durch das Separieren lassen sich die festen Bestandteile aus der Gülle herauspressen und so das Risiko von Futterverschmutzung minimieren. Ich sage jetzt, nach 3-4 Jahren haben wir einfach gemerkt, dass die Beschütte zu dick ist, weil alles zusammen in das Schüttloch geht, kein Mist. Und dann mussten wir uns etwas einfallen und haben dann wirklich angefangen zu separieren. Und da wir noch knapp Stroh haben für so viele Tiere, haben wir auch geschaut, dass wir das einfach mit Stroh und Kalk mischen und dann wieder so einstreuen. Die leistungsstarke Separationstechnik ist beim Weiss auf einem LKW-Auflieger aufgebaut. Dank eigenem Generator bringt der Lohnunternehmer die eigene Energie mit. Somit muss der Betrieb eigentlich nur den Zugang zum Gülleloch bereitstellen. Das ist eigentlich ein Hochleistungsseparator hier im Hintergrund. Wie man hier sieht, hier wird die Schütte angesogen. Dann wird das eigentlich schon das erste Mal geht das durch einen Verkleinerer. Also kann man sich vorstellen, das ist wie bei einem Schleppschlauchverteiler der Kopf. Dann geht das durch die Pumpe rein, dann kommt das durch die Separatoren dadurch. Dort hier können wir einstellen, wie hart es auspressen soll. Also das heisst, wir können hier quasi Separatorenmist herstellen, die man nachher wieder nutzen kann als Einstreumaterial. Jetzt hier haben wir eine Leistung von etwa ungefähr 150 Kubik. Also es hängt immer ein bisschen davon ab, wie dick das jetzt eine Beschütte ist. Also da bei dieser Maschine, wir sagen immer so zwischen 150 und 300 Kubik kann man rausholen. Wenn du nachher einstreust, dann hast du nicht ganz so viel Leistung. Da tust du dann wirklich das Material ist eigentlich, wenn du sie in die Finger nimmst und ausdrückst, dann kommt da quasi kein Saft mehr raus. Und dann ist nachher die Leistung auch dem noch. Aber es kommt natürlich immer auf das Material drauf an, das du ansaugst. Die separierte Gülle wird idealerweise in eine zweite Grube gepumpt. Das Pumpen in die gleiche Grube ist auch möglich, was allerdings Einbussen in der Effizienz mit sich bringt. Nach dem Separierungsprozess werden die Feststoffe über ein 11 Meter längs Teleskopförderband abgeführt. Damit können problemlos Kipper oder LKWs befüllt werden. Eine etwas speziellere Variante haben wir vom Betrieb Kunz in Zolgeried gesehen. Hier wird das frisch gepresste Material mittels stationären Silobauenpress konserviert und damit lagerfähig gemacht, ohne dass kostbare Remisenfläche beansprucht wird. Der Hintergedanke ist sicher, dass wir vielleicht im Jahr nur noch ein oder zweimal müssen separieren müssen. Und alle Mal, wenn wir einstreuen wollen, einfach von diesen Bauen reinfallen können. Weil sicher geht es auch viel schneller, heute die Bauen reinzufallen, Stroh, Kalk mischen und wieder streuen. Die Nährstoffgehalte der separierten Gülle sind ähnlich von der Rohgülle. Allein die Zusammensetzung der Stickstoffform ändert sich. In der Dünngülle bleibt also eher der Pflanze verfügbar Ammoniumstickstoff zurück. Dafür ist im Separatorenmist eher der organisch bunte Stickstoff vorhanden. Als weiterer Nebeneffekt führt das Separieren auch zu mehr Lagerraum. Nicht selten können beim Separieren bis zu 30% des Güllenraumvolumens durch das Entfernen der Feststoffe freigegeben werden. Wir gehen eigentlich schweizweit, sagen jetzt einmal. Letzte Woche waren sie quasi am Genfersee unter und nachher wieder zu Basel. Jetzt, heute sind wir zu Altishofen. Und jetzt aus meiner Sicht würde ich es dem Bauer sehr weiterempfehlen. Weil einerseits du schaffst Platz im Winter, dann ist wieder etwas spatzig, sind die Nerven etwas ruhiger beim Bauer. Und nachher schon im Frühling hast du das Theater nicht mit verstopften Beschütteschläuchen oder den Fässern alles zusammen. Und nachher hast du natürlich auch wieder die Feststoffe für den Humus, für die Humusbildung und alles zusammen. Ich denke, ist das sehr eine sehr gute Sache und man kann es eigentlich noch mal weiterempfehlen.